Hallo, hier ist Kay, sei gegrüßt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute an Tag 6 der 21-Tage-Challenge Entdecke dich neu. Um dich neu zu entdecken, geht es darum, dich mit deinem Körper zu verbinden, ihn zu spüren, deine Emotionen zu spüren, die Gedanken zu erkennen und einfach bewusst in dem Moment zu sein. Heute habe ich nur 3 Asanas für dich, denn heute geht es darum, zu lauschen. Und du brauchst immer nichts, außer deinen wundervollen, einzigartigen Körper und eine Matte. Bevor wir mit den Asanas beginnen, starten wir mit einer kleinen Atemübung. Dazu setzt du dich in die Easy Pose, in den Schneidersitz, in die Mitte deiner Matte. Atmest ein, bringst die Arme über die Seite nach oben, atmest aus, lässt die Arme oben, zieh dich hier erstmal lang. Schaffe Raum in deinem Körper mit dem Element Äther. Lass den Atem weiter fließen, spreize deine Finger. Spür, wie sich dein Oberkörper aufrichtet. Mit deinem nächsten Ausatmen komm langsam über die Seite wieder nach unten. Leg deine Hände auf, die Oberschenkel auf, dreh die Handflächen nach oben und verbinde hier Daumen und Ringfingerspitze in das Prithvi Mudra. Lege die Hände ab, lass deine Schultern nach unten sinken und wenn du möchtest, schließe gerne deine Augen. Lass zuerst deinen Atem in deinem Rhythmus fließen und dann beginnen wir mit der Viereratmung. Das heißt, du atmest ein, zählst gedanklich auf 4. Du hältst den Atem an, zählst gedanklich auf 4. Du atmest aus, zählst gedanklich auf 4 und hältst den Atem wieder an und zählst gedanklich auf 4. Ich begleite dich. Einatmen, 2, 3, 4. Halte den Atem, 2, 3, 4. Ausatmen durch die Nase. 3, 4, halte den Atem, 2, 3, 4, und wieder ein, 3, 4, halten, 2, 3, 4, aus, 3, 4, halten, 2, 3, 4, letzte Runde, 1, 2, 3, 4, halten, 4, aus, 2, 3, 4, und nun lass deinen Atem in deinem Tempo wieder weiter fließen. Spüre in dich hinein, spüre deinen Körper, nimm alles an, was gerade ist. Mit dem nächsten Einatmen löse das Mudra, öffne deine Augen, bring die Arme wieder über die Seite nach oben, atme aus, halte hier wieder. Spüre noch einmal die Länge und schau mal, ob du noch weiter nach oben kannst. Mit den Fingerspitzen Richtung Decke. Und dann mit deinem nächsten Ausatmen bring die Arme über die Seite nach unten. Schließe deine Beine und wir gehen in unser erstes Asana hinein. Die Child's Pose. Das heißt, wir kommen zuerst in den Fersensitz, du richtest dich auf, atme ein, bring die Arme über vorne nach oben und nun atme aus und klappe nach vorne. Setz die Hände auf, lass den Oberkörper
über die Oberschenkel schmelzen. Wenn du möchtest, kannst du hier gerne die Beine ein bisschen öffnen, um noch tiefer zu kommen. Und bring die Fingerspitzen zum matten Anfang. Lass deine Stirn zur Matte hinsinken. Ganz entspannt den Nacken. Du kannst dir auch hier gerne ein Kissen unter die Stirn oder einen Yoga-Block unter die Stirn nehmen. Und nun bleiben wir hier. Atmen. Und lauschen. Mit dem nächsten Einatmen richte dich ganz langsam rund auf, in die Schultern nach hinten unten ausatmen. Bring dann deinen Po auf die rechte Seite, hol dir die Füße nach vorne und komm langsam hier mit Hilfe deiner Hände in die Mitte der Matte und streck deine Beine lang aus. Kannst du dir auch erstmal auflockern. Oberkörper aufgerichtet und dann gehen wir in unser zweites Asana hinein. Hol dir dein rechtes Bein ran mit beiden Händen. Nimm dann mit der linken Hand deinen rechten Knöchel und bring das Bein nach links. Setz hier so gut wie möglich deine Knie übereinander und nimm zuerst die Hände an die Knie, um nochmal den Oberkörper aufzurichten. Atme ein und mit deinem nächsten Ausatmen klappen wir aus dem Becken heraus mit dem Oberkörper nach vorne. Du kannst die Hände am Knie lassen, du kannst sie in den linken Kniekehle nehmen, Schienbeine, Knöchel, Zehen, was auch immer für dich passt, je nachdem wann du diese Übung auch machst. Gerade morgens ist es ein bisschen schwieriger nach vorne zu kommen. Und dann kannst du auch hier deinen Kopf nach unten sinken, deinen Nacken entspannen, den Atem wieder fließen lassen. Und lauschen. Es gibt Yin-Positionen,
wünschen wir uns nichts sehnlicher, als dass sie endlich vorbei wären, weil dein Körper an bestimmten Stellen brennt, weil du glaubst, dass du es keine Sekunde länger aushältst, weil du eventuell auch ärgerlich oder frustriert bist, glaubst, dass du das nicht kannst. Dein Atem hilft dir, durch diese Situationen, Positionen durchzukommen. Und auf der anderen Seite wartet eine wundervolle Leichtigkeit auf dich. Nimm alles an, was kommt. Es ist okay, alles ist okay, so wie es ist. Und wenn du das Bedürfnis hast, kurz aus dieser Position rauszugehen, dann ist das auch okay. Mit jeder Praxis schaffst du es, länger in den Yin-Positionen, in den sehr heilenden Yin-Positionen zu bleiben. Atme ein, schöpfe neue Energie und atme aus. Gib deinem Körper die Erlaubnis, loszulassen. Und mit deinem nächsten Einatmen richte dich ganz langsam wieder auf. Hol dir nun deinen linken Fuß ran, das rechte Bein bleibt wie es ist, und bring den linken Fuß auf die rechte Seite in den ganzen Schnürsenkel. Hier ist es erst wieder wichtig, hineinzuspüren, sind beide Sitzbeinhöcker auf der Matte. Ja, schau, wie die Position deiner Füße ist. Schau, ob deine Knie übereinander sein können. Und es ist okay, wenn es heute noch nicht so ist. Und hier nimmst du die Hände an die Knie. Und vielleicht reicht für dich diese aufrechte Position heute komplett aus. Wenn du aber tiefer gehen möchtest, dann kannst du auch hier wieder mit dem nächsten Ausatmen aus dem Becken heraus nach vorne klappen. Und sobald du nach vorne geklappt bist, kannst du auch hier deinen Kopf wieder nach unten senken, Stirn Richtung Knie. Und verbinde dich hier wieder mit deiner Atmung. Was in dieser Position oft hilft, ist, wenn du dir ein bisschen größeres Kissen zwischen Oberkörper und Oberschenkel nimmst, auf dass du dich quasi so richtig schön ausruhen kannst. Du kannst auch noch die Hände lösen, die Hände nach vorne bringen und hier noch ein bisschen tiefer eintauchen. Wichtig ist, dass du den Atem fließen lässt und dass du lauschst. Wo zieht es? Wo spannt es? Wo meldet sich dein Körper? Und noch viel wichtiger, welche Emotionen tauchen auf? Ich finde immer,
Bei den Yin-Positionen ist es eine Achterbahn der Gefühle. Es ist wirklich von Frust, Ärger zu Freude, Dankbarkeit, zu Verzweiflung. Und alles ist okay. Alles darf sein. Mit dem nächsten Einatmen ganz langsam aus deiner Position heraus, dass du wieder aufrecht bist. Dann befreie die Beine, strecke sie nacheinander vorsichtig lang aus und lockere sie auf. Und du kannst auch hier mit den Händen auf- und abstreichen. Sei liebevoll. Ja, und dann machen wir uns bereit für die andere Seite. Schau wieder, dass du aufrecht sitzt. Diesmal holen wir uns den linken Fuß ran. Mit der rechten Hand schnappen wir uns den linken Knöchel, um dem Bein quasi zu helfen. Guck, lass die Knie ungefähr übereinander stehen. Nimm zuerst die Hände an die Knie, um dich wieder aufzurichten. Dann klappst du von hier aus dem Becken heraus nach vorne. Und jetzt kannst du deine Hände dorthin nehmen, wo es für dich am angenehmsten ist. Und du kannst deine Stirn, deine Nase Richtung Knie senken. Und nochmal, ganz wichtig, wenn du heute überhaupt nicht in die Nähe deines Knies kommst mit deiner Nase oder wenn deine Knie ganz weit auseinanderstehen, dann ist das okay, dann zeigt es dir deinen Weg. Es zeigt dir genau, worauf du dich fokussieren darfst, wo deine körperliche und auch deine emotionale Anspannung sitzt. Also sei geduldig mit dir und nimm alles an, was ist. Lass den Atem fließen. Na, mit deinem nächsten Einatmen richte dich langsam wieder auf. Hol dir dann deinen rechten Fuß ran und bring den rechten Fuß auf die linke Seite. Auch hier erstmal wieder reinspüren, wo sind die Sitzbeinhöcker. Jetzt mit deinem rechten Fuß hier spielen, mit deinem linken Fuß. Jetzt sind wir im ganzen Schnürsenkel. Nimm die Hände an die Knie, atme ein und atme aus. Klappe auch hier aus deinem Becken heraus nach vorne mit geradem Oberkörper. Nimm dir hier gerne ein Kissen dazwischen. Und dann, wenn du gerade nach vorne geklappt bist, jetzt auch hier wieder deine Nasenspitze Richtung Knie bringen. Du kannst die Hände vor dir aufsetzen. Tiefer eintauchen. Auch hier wieder das, was für deinen Körper
heute passt. Morgen kann das schon ganz anders aussehen. Nicht jeder Tag ist gleich. Und das ist vollkommen okay. Verbinde dich auch hier wieder mit deiner Atmung. Und lausche. Und immer wenn du spürst, dass es anstrengend wird, verbinde dich wieder intensiver mit deiner Atmung. Tief durch die Nase ein und atme durch die Nase aus. Mit deinem nächsten Einatmen richte dich ganz langsam wieder auf und befreie zuerst dein linkes Bein, dann das rechte Bein, strecke die Beine lang aus, lockere sie auf, kannst auch wieder auf- und abstreichen, leicht massieren. Dann gehen wir hier noch in eine entspannende Gegenposition. Setz die Finger hinter dir auf. Du stellst deine Füße leicht auf, bringst deine Schultern nach hinten, atmest ein und atmest aus, hebst langsam den Po an. Und ich überlasse dir, wie weit du ihn anhebst, ob du das Becken ganz nach oben bekommst, ob du den Kopf nach hinten fallen lässt. Es ist auch okay, wenn dein Po nur leicht angehoben ist, nur dass du guten Kontakt zum Boden, zur Erde hast. Und dann mit dem nächsten Ausatmen komm langsam wieder zurück nach unten. Setz den Po auf und triff mich in der Mitte deiner Matte im Schneidersitz. Atme ein, bring die Arme über die Seite nach oben. Und atme aus, setz die Hände vor dein Herzchakra, vor deine Brust, verneige dich vor dir selbst und sei stolz auf dich, dass du dir die Zeit genommen hast, deinem Körper zu lauschen, dich mit deinen Emotionen zu verbinden, zuzuhören, anzunehmen, was ist. Denn das ist der erste Schritt auf deinem Weg, dich neu zu entdecken. Ich bin so unendlich dankbar, dass du hier bei diesem Video dabei warst. Falls du die ersten Videos verpasst hast, du findest sie in der Playlist Entdecke dich neu auf meinem YouTube-Kanal. Die komplette Challenge, die kostenfrei ist, die findest du in meiner Mission Possible Community. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Und lass es mich wissen, wie es dir geht, wie ist es dir heute schwer gefallen? Was war heute? Kommuniziere mit mir. Ich freue mich, von dir zu lesen, von dir zu hören. Ich wünsche einen wundervollen Tag und freue mich auf das nächste Video mit dir. Ciao, ciao. Hier ist Kay.